zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir nicht bei mir zu Hause, sondern in einem Beauty-Hair-Salon. Ich bin gerade bei der lieben Özlem und ich bekomme jetzt meine Wimpern verlängert. Da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen und später bekomme ich noch eine Haarverlängerung. Das macht die liebe Jansu und ich nehme euch ein bisschen mit durch meinen Wohlfühltag und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Ich liebe diese Kuscheldecke. Ich brauche die noch anzunehmen. Also wir haben uns jetzt für Wimpern entschieden, die etwas dünner sind, ne? Genau. Wie dünn sind die? 0,15. Von und von der Länge her nehmen wir 11 mm, 12 mm und im Wechsel vielleicht 10 und 9 cm auch für vorne dann. Okay. Mhm. Also meine Wimpern sehen jetzt so aus. Mal gucken, bis gleich das Ergebnis wird. Sonst irgendwelche Schwierigkeiten gehabt danach? Nö, gar nicht. Okay. Viele haben mich gefragt, ob man das in der Schwangerschaft überhaupt machen darf. Also bis jetzt ist da nie was aufgetreten. Wegen den Dämpfen und so, ne? Aber passiert nichts. Gerade Schwangere wollen das unbedingt machen, weil die nach der Schwangerschaft meistens nichts mehr an sich machen wollen oder keine Zeit haben. Das ist ja auch mein Grund. Und ich finde, man sieht morgens einfach frischer aus. Genau. Du bist viel schneller morgens fertig. Viele Frauen haben auch in der Schwangerschaft oder nach der Geburt halt, dass die Wimpern ausfallen oder dünner werden. Genau. Ich hoffe bei mir nicht. Jetzt sieht es noch gut aus. Also das Draufkleben dauert immer ungefähr 2 Stunden, ne? Richtig, genau. Je nachdem, wie viel Wimpern man selber hat. Und das Trocknen dauert ja auch noch mal so ein bisschen. Also das Anbringen tut nicht weh, das merkt man gar nicht. Einmal öffnen. Sieht aus, als ob ich eine Nasen-OP bekommen hätte oder so. Ich bin einmal links, rechts. Kennst du ja noch so ein bisschen. Kenn ich, ne? Vor 3 Wochen war ich hier. Ja. So, jetzt fische ich mir die hier einzeln raus. Ja, die sind deutlich dünner. Ja, man muss schon ehrlich sagen, dass es ein anderes Tragegefühl ist, ne? Ja. Man kann sich nicht einfach mal so drüber reiben über die Augen. Ich glaube, ich komme dann nochmal kurz vor der Geburt. Ja, genau. So, wir sind jetzt fast fertig. Die Wimpern sind drauf. Jetzt wird nur noch ausgebessert sozusagen. Da willst du noch was dazwischen setzen? Genau. Achso, da kommt noch 2, 3 Stück. Da, genau, kommt noch zwischen und dann werden die Seiten noch etwas gekürzt. Machen wir mal weiter. Genau. So, wir können vielleicht auch den Zuschauern nochmal erzählen, dass ich hier per Schicksal reingekommen bin. Eigentlich wollte ich zu einem ganz anderen Kosmetikstudio, aber das lag auf dem Weg und da bin ich hier einfach spontan reinspaziert und habe direkt einen Termin bekommen, beziehungsweise durfte direkt hoch. Genau. Und dann sind wir während der Behandlung ins Gespräch gekommen und dann fing das an mit YouTube, ne? Ja, doch. Habe ich gefragt, ob ich nicht hier drehen könnte, damit die Zuschauer sich das mal angucken können. Weil ich glaube, viele Frauen interessiert sowas. Ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass ich keine Gage dafür bekomme, dass ich hier liege. Ich finde, es passt einfach so auch persönlich, ne? Ja. Jetzt schneiden wir die einen in Knopfzeller durch einmal öffnen. Im offenen Zustand sieht man es besser. Also ich finde das so richtig schön. Ja. Besser als letztes Mal. Besser als letztes Mal, ja. Letztes Mal brauchten wir einen Augenaufschlag für den roten Teppich. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Viel Spaß damit. Hier, die sind auch echt gut, wenn das Auge brennt. So, die Wimpernverlängerung ist jetzt vollbracht und ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön. Also es ist sehr natürlich. Wir haben unterschiedliche Wimpern aufgebracht und so sieht das Ganze aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich muss mir gleich noch die Augenringe abdecken und dann geht es gleich nach unten. Da bekomme ich meine Haarverlängerung. So, jetzt wird erstmal gemeinsam gefrühstückt. Es gibt
türkischen Tee. Richtig lecker. Und ich gönne mir jetzt hier so ein Schinkenkäse-Croissant. Guten Appetit. So Leute, ich habe schon mal Platz genommen. Jetzt kriege ich gleich meine Strähnchen und meine Haarverlängerung. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht so viele Strähnchen drin haben, weil es muss halt morgens immer noch schnell gehen und so. Ich möchte einfach nicht zu lange mit meinen Haaren morgens verbringen. Und deswegen möchte ich einfach die Seiten vorne angleichen, dass alles auf einer Länge ist. Man sieht ja, hier sind die extrem abgebrochen an der Seite und die wachsen irgendwie auch nicht nach. Keine Ahnung warum. Und wir müssen halt den Ansatz nachstrehen. Und viele von euch haben gefragt, was meine Naturhaarfarbe ist. Das ist einfach so ein typisches Straßenköterblond, würde ich jetzt mal sagen. So ein Mittelblond. Viele färben in der Schwangerschaft nicht ihre Haare oder blondieren, weil sie Angst haben, dass durch die Dämpfe oder wenn es auf die Kopfhaut gelangt, dass es irgendwie zum Kind geht. Ich habe jetzt bis jetzt noch von keinem meiner Friseure gehört, dass es irgendwie schädlich ist. Und wir machen das auch extra so, dass wir halt ein bisschen Abstand lassen, dass die Farbe erst gar nicht die Kopfhaut berührt. Also ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Das muss aber auch jede Mama selbst entscheiden für sich. Für mich ist das immer ganz schön, so ein bisschen Beauty und Wellness. Also ich kann da immer total bei entspannen und lasse mich immer gerne verwöhnen. Die Chefin kommt gleich. So, dann so. Jetzt bist du mal dran. Ja. Einfach quatschen. Hört man das alles? Ja. Guck mal, man sieht nicht mal dein Gesicht. Sieht man nicht, ne? Aber gleich. Okay. Magst du die Strähnchen am besten, wenn das richtig schön fein ist? Genau. Ne? Nicht so richtig Blocksträhnen. Nee, richtig ganz, ganz fein. Hast du jetzt eine Farbe? Oder? Ich habe nur eine Farbe. Genau. Das ist schön hell, so ein klarer Blondton wird, ne? Ist das Blondierung oder Färben? Das ist Blondierung. So, wie viele Strähnen werden das wohl? Ja, gleich so einige sein auf dem Kopf. Das sieht immer so lustig aus, wie so ein Außerirdischer. So Leute, alle Folien sind gesetzt, sehr schick. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Hitze drauf. Und das Ganze muss so 20 Minuten, glaube ich, einwirken. Jetzt werden erstmal die Haare geföhnt. Ah, schon gleich heller. Ja. So, die Farbe ist jetzt drauf. Ich glaube, man sieht, dass es heller geworden ist, ne? Sehr schön. Und jetzt kommt die Haarverlängerung. Ich bin gespannt. Genau, und besonders hier vorne soll es dann auch dichter und länger werden. Genau, ne? Alles auf eine Länge. Und das wird jetzt mit so Metallringen festgemacht, ne? Genau, das sind ganz kleine Metallringe. Nanoringe, wurde mir gesagt. Das ist natürlich nicht schädlich für das Haar. Nicht schädlich. Das ist die schonendste Technik, die es momentan gibt. Ja. Ohne Kleben und ohne Schweißen. Jetzt werden die nur noch zusammengedrückt und schon ist es fest. Voll das Werkzeug. Genau. Und schon haben wir unsere lange Strähne. Und von der Farbauswahl habt ihr alles da, ne? Genau, haben wir so einiges da. Sowas finde ich auch cool. Das ist auch interessant. So ein Türkis, ne? Falls ihr mal Lust habt, so als Pony oder Einhorn zu gehen. Aber hast du schon mal so eine Farbe reingemacht? So ein Blau? Noch nicht, aber würde ich gerne. Echt? So dazwischen setzen. Also die sind schon länger als meine eigenen Haare. Da muss man gleich abschneiden. Aber ich glaube, die wären ja auch schon so zu lang für den Alltag. Das ist doch ein bisschen zu lang, ne? Wobei, sieht gar nicht schlecht aus. Ist halt nur komplett was anderes, ne? Den können wir nochmal zeigen, dass wir die auch glätten können. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob mir lange Haare stehen dürfen. Würde mich mal interessieren. Ich bin dann immer morgens im Bad so ungeduldig, wenn es morgen schnell gehen muss, ne? Wenn du das Kind in die Kita bringst. So musst du dir aber einen Tag vorher, abends dann halt machen. Ne? Ja. Fülliger. Ja. Durch dieses Strähnchen-Effekt hast du auch mehr Volumen. Ja. Däumchen hoch, ne? Für deine Arbeit. Ich habe Haare. Und?